Meine Damen und Herren, wir sind jetzt gerade bei einem recht wichtigen Kapitel dieser Vorlesung und überhaupt der ganzen Vektor- und Tensorrechnung. Nämlich, wir sprechen über die kovariante Ableitung. Wir haben voriges Mal damit begonnen und wenig Sensationelles bis jetzt entdeckt. Denn wenn man einen Skalar betrachtet als Tensor nullter Stufe und man leitet den nach einer Koordinate ab, einem QI, dann kommt ein D-Lambda nach QI heraus und da kann man dann sehr schnell zeigen, unter Verwendung der schon häufig verwendeten Kettenregel für Funktionen mehrerer Veränderlicher, dass sich dieses D-Lambda nach DQI wie ein Tensor erster Stufe verhält, also wunderbar. Man kriegt also wirklich einen Tensor und es ist überhaupt nicht notwendig, da auch irgendwas daran herumzubasteln. Und man könnte natürlich glauben, das wird so weitergehen, dass man dann nicht einen Tensor nullter Stufe eben, sondern einen Tensor erster Stufe, einen Vektor betrachtet und dann bei dem nachschaut, wenn man die Komponenten ableitet nach den Koordinaten. Da hat man dann, wenn das ein Vektor AI ist, Koordinaten A, Komponenten AI und man leitet das nach Koordinaten ab, dann stellt sich heraus, dieses Ding dAI nach dQB oder irgendetwas, das transformiert sich dann nicht wie ein Tensor zweiter Stufe, sondern da gibt es dann einen störenden Term. Und man kann sich jetzt einmal zunächst fragen, wieso funktioniert das bei einem Skalar so gut und wieso wird es erst bei einem Tensor erster Stufe dann so schlecht? Und das ist aber sehr leicht zu verstehen, weil Skalare, so wie die Temperatur im Raum oder die Dichte eines Körpers oder so, die benötigen ja zu ihrer Darstellung gar keine Basisvektoren. Die haben ja auch keine Richtung, sind nur Skalare. Das heißt, wenn sich da die Basisvektoren irgendwie transformieren, wenn man vom einen zu einem anderen Koordinatensystem übergeht, dann ist es dem Skalar wurscht. Und dementsprechend hat man auch mit keiner Schwierigkeit zu rechnen. Deswegen tritt sie auch nicht auf. Aber natürlich, das erste Mal, wo das virulent wird, ist bei einem Tensor erster Stufe, bei einem Vektor, weil der wird natürlich immer in Bezug auf ein Basisvektorsystem dargestellt und diese Basisvektoren, die ändern sich im Allgemeinen, wenn man von einem Koordinatensystem in ein anderes Koordinatensystem übergeht. Das haben wir ja schon genau besprochen. Na, wenn sich aber die Basisvektoren ändern, dann ist das natürlich eine böse Geschichte, weil da kann dann sogar der Vektor als solcher konstant bleiben, wenn man ein Stück weiter geht im Raum. Aber weil sich die Basisvektoren ändern und der Vektor bleibt, was er ist, dann ändern sich trotzdem jetzt dann die Komponenten. Das heißt, eine Änderung der Komponenten bedeutet noch lange nicht, dass sich auch der Vektor ändern muss. Andererseits, wenn die Komponenten konstant bleiben und man hat da so einen Vektor und man geht woanders hin und die Basisvektoren ändern sich, ändert sich auch der Vektor. Der hat jetzt konstante Komponenten, aber der Vektor ist nicht konstant. Also da hat es was. Daran liegt das. Also geometrisch kann man das schon verstehen. Aber jetzt ist natürlich die Herausforderung die, obwohl es also diese gewisse Schwierigkeit gibt, dass eben die Basisvektoren, wenn man von einem Punkt zu einem anderen im Raum übergeht, sich im Allgemeinen ändern, dass man dann trotzdem gern wissen möchte, wie viel ändert sich jetzt wirklich der Vektor, der da in Bezug auf diese Basisvektoren dargestellt wird. Also dieses drunter wegdrehen der Basisvektoren, das muss man ja wieder irgendwie berücksichtigen können. Und das ist genau das, was man mit Hilfe der kovarianten Ableitung macht. Und das ist also jetzt ein gewisser zentraler Punkt, und das ist dieser Punkt, den wir heute machen. Sie werden sehen, am Schluss verstehen Sie das. Und wenn etwas unklar ist, melden Sie sich bitte sofort. Das wird schon ein bisschen eine Indexfuchserei jetzt wieder sein. Und das möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Weiter folgen wir Ihnen dann etliche von den Ableitungen, Herleitungen von verschiedenen Formeln vorenthalten, weil das für die Tafel ungeeignet ist. Das ufert dann aus. Erstens, ihr liegt dann ständig, weil ich irgendwelche Indizes irgendwo verliere auf der großen Tafel. Und zweitens, wird das auch überfahrt.
Also sowas kann man im stillen Kämmerlein machen, wirklich nichts anderes zu tun, aber genau noch wissen, wie das geht. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich geeignet ist, um also großzügig in der Vorlesung. Es sei denn, Sie wollen sich also nur auf allgemeine Relativitätstheorie spezialisieren, na dann muss das zu Ihrem normalen Handwerk sein. Sonst werden nicht alle von Ihnen auf allgemeine Relativitätstheorie. Und ich wäre ja nicht müde, darauf hinzuweisen, dass all diese Sachen nicht nur für die allgemeine Relativitätstheorie wichtig sind. Vielleicht sollte ich das gleich bei der Gelegenheit einfügen, das hat mich selber überrascht, ich arbeite am Gebiet der Nukleationsforschung und da haben wir jetzt vor kurzem ein Projekt durchgeführt, wo es darum gegangen ist, die Nukleation von neu gebildeten flüssigen Clustern im übersättigten Dampfraum an einem kugelförmigen Teilchen zu untersuchen. Das ist jetzt spontan, das wollte ich gar nicht machen, aber das machen wir jetzt. Da gibt es ein kugelförmiges Teilchen, das hat vielleicht einen Radius von einem Nanometer, das ist also irgendwas so in der Gegend molekularer Dimensionen, ein bisschen mehr. Und das befindet sich in einer übersättigten Dampfumgebung und da bildet sich dann statistisch ein flüssiges Cluster als Ansatzpunkt der Kondensation der neuen Phase. Das wächst dann an, umschließt dieses ganze ursprüngliche Teilchen und dadurch entsteht dann letzten Endes ein Wolkentropfen. Also das ist das, was in der Atmosphäre laufend passiert. Das sind kleine Teilchen, Flüssigkeit, meistens Wasser, kondensiert und daraus ergeben sich letzten Endes Wolkentropfen. Naja, und wenn man das so dreidimensional sich darstellt, dann hat das also so eine Randlinie, was da so aufgesetzt ist. Und diese Randlinie ist eine Kreislinie, auf der das drauf sitzt. Und worauf es da ankommt, wenn man das durchrechnen möchte, ist die Krümmung dieser Kreislinie. Und jetzt werden Sie also denken, das ist ja einfach, die Krümmung ist einfach 1 durch den Radius. Und der Radius, das ist das da wieder, in der Ebene dieses Kreises. Aber wie sich zeigt, es geht nicht um die Krümmung, sondern um die Krümmung gesehen auf der kugelförmigen Oberfläche dieses Partikels. Und das ist was anderes. Wenn man zum Beispiel dieses Ding ein bisschen größer machen würde, dass das bis zum Äquator da von dem Ding geht, dann hat so ein Großkreis gesehen auf der Kugel die Krümmung 0. Weil das ist das wenigst gekrümmte, was es gibt auf einer Kugel. Und das ist, hat dann die Krümmung 0, während wenn Sie es nur von da heraus haben, haben Sie da wieder einen Radius und 1 durch R wäre die Krümmung. Das heißt, auch bei derartigen Dingen, wenn man die beschreiben möchte, braucht man da die Geometrie auf dieser Kugelfläche und die Berechnung von Krümmungen, von Kurven, in dem Fall von solchen Randlinien, auf der Kugeloberfläche. Das ist nur ein Beispiel, das ich erwähnen möchte, warum das nicht alles nur für die allgemeine Relativitätstheorie wichtig ist, sondern es ist überhaupt gut, wenn man sich damit auskennt. Und das war mir dann eine große Freude zu sehen, dass man das also wirklich sehr schön verwenden kann. Ich werde das aber, na warum lassen wir es doch da? Schaut ja nichts. Ein Stück Motivation. Aber da muss ich auch was dazu schreiben. Heterogene Nukleation von Dämpfen an Nanopartikeln. Und hat mich ehrlich gesagt diebisch gefreut, dass man das also mit demselben Formalismus behandeln kann. Also nur als Beispiel, dass Sie nicht das Gefühl haben, wir sind jetzt schon in die Ecke gedrängt, nur mehr zur Relativitätstheorie. Na gut, also kehren wir wieder zurück zu dem Inhalt der heutigen Vorlesung. Wir wollen uns also jetzt anschauen, wie macht man das, dass man die tatsächliche Änderung eines Vektors in einem Vektorfeld, wenn man von einem Punkt zu einem anderen Punkt übergeht, ausrechnet.
unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Komponenten dieses Wetters sich auf Basissektoren beziehen, die sich selbst auch ändern. Das schwimmt sozusagen unter dem Vektor weg gewissermaßen. Ich glaube, Sie müssen sich das jetzt alles einigermaßen geometrisch vorstellen können. Und ich sage noch einmal, unterbrechen Sie mich, wenn was unklar ist. Sehr schade, wenn Sie heute dann rausgehen und sagen, das war alles ganz schön, aber letztlich verstanden habe ich es nicht. Das ist schade für die Zeit. Also, damit wir da jetzt weiterkommen, genügt es nicht einfach nur, die Komponenten eines solchen Vektors A zu betrachten, sondern den ganzen Vektor. Die Komponenten können sich ja, wie gesagt, ruhig ändern, auch wenn sich der Vektor nicht ändert und umgekehrt. Also wir wollen dann den ganzen Vektor anschauen. Und wir stellen den also dar, in einfacher Weise, Darstellung eines gewissen Vektors A-Pfeil. Und denken Sie jetzt immer dran, das bedeutet jetzt immer ein ganzes Vektorfeld. Also so zum Beispiel wie das Geschwindigkeitsfeld in einem strömenden Bereich oder das elektrische Feld rund um eine Punktladung oder was es auch immer ist, ein ganzes Vektorfeld. Die Gravitationskraft rund um die Sonne herum, solche Sachen. Wenn wir jetzt schreiben, dieses A-Pfeil lässt sich also es darstellen in Bezug auf eine Vektorbasis. A oben Alpha, G unten Alpha Pfeil. Oder natürlich auch A unten Alpha mal G oben Alpha Pfeil. Das kennen Sie ja schon lang. Komponenten mal Basisvektoren. Und damit wir das jetzt entsprechend übersichtlich durchführen können, wollen wir also davon ausgehen, wir haben hier einerseits, wo haben Sie stehen, dass wir das auch richtig machen, wir betrachten also einerseits jetzt kartesische Koordinaten x, y und dann noch ein anderes Koordinatensystem, allgemeine Koordinaten qi. Und zu diesen kartesischen Koordinaten gehören die Basisvektoren e unten i Pfeil gleich e oben i Pfeil. Sie wissen ja, bei kartesischen Koordinaten, das sind die Koordinatenlinien lauter so kreuz und quer senkrecht aufeinander stehende Geraden und die Basisvektoren sind dann in Richtung dieser Geraden und wenn es dreidimensional sind, ist es ein orthonormales Dreibein und ansonsten ein M-Bein. Während bei den allgemeinen Koordinaten QI hat man das auch wieder so, dass die Basisvektoren so tangentiell, jedenfalls die Kovariantenbasisvektoren tangentiell an die Koordinatenlinien gehen und da hat man in dem Fall dann eben ein G unten Alpha Pfeil und ein G oben Alpha Pfeil, aber die sind nicht gleich. Die sind nur gleich, weil Sie ja wissen, dass im speziellen Fall einer orthonormierten Vektorbasis die Kovariante und die zugehörige kontravariante Vektorbasis dasselbe sind. Nur in dem speziellen Fall. Und jetzt werden Sie vielleicht denken, wenn Sie das so beobachten, was ich da mache, können wir denn immer jetzt überhaupt kartesische Koordinaten einführen? Und da sage ich jetzt dazu, wir machen das, was wir jetzt einmal durchgehen. Zunächst einmal in einem euklidischen Raum. Noch nicht in einem allgemeinen Riemannschen Raum, der ja auch gekrümmt sein kann, sondern in einem euklidischen Raum. Also eine Ebene oder unser Raum der Anschauung, ein solcher Raum. Und in einem solchen Raum kann man kartesische Koordinaten einführen. Aber man kann natürlich sehr wohl, wie Sie wissen, zum Beispiel auch Kugelkoordinaten einführen. Auch in demselben euklidischen Raum. Also haben wir da einerseits kartesische Koordinaten und wir gehen davon aus, man kann das. Wir werden das dann noch verallgemeinern. Aber diesen Indexzirkus führen wir dann nicht mehr im Einzelnen durch. Das ist mühsam.
Aber man kann natürlich auch ein allgemeines anderes Basisvektorsystem verwenden. Und für die Basisvektoren, die zu diesem allgemeinen zu den allgemeinen Koordinaten gehören, für die so stelle ich hier den Vektor A dar. Also denken Sie zum Beispiel, wir hätten einen R3, dann sind E1, E2, E3 in jedem Punkt die drei orthonormierten Basisvektoren. Und außerdem nehmen wir zusätzlich an, als zweite Koordinaten verwenden wir Kugelkoordinaten. Und da haben wir dann auch in jedem Punkt ein Vektor-Dreibein. Und der erste Vektor von dem Vektor-Dreibein zeigt radial nach außen. Der zweite ist tangentiell an die Meridiane. Und der dritte tangentiell an die Breitenkreise. Das haben wir uns ja schon x-mal überlegt. Und dieses Basisvektorsystem ist erstens kein orthonormales, und weil nicht alle die Länge 1 haben, und zweitens, es ändert sich im Allgemeinen von Punkt zu Punkt, wenn sie von irgendeinem Punkt zu einem anderen übergehen, im Gegensatz zu den kartesischen, weil dort haben sie überall im Raum das gleiche Basisvektorsystem und das ist noch dazu orthonormiert. Diese Grundvoraussetzung müssen Sie jetzt einmal zur Kenntnis nehmen und verstehen. Ist Ihnen klar, was ich meine? Als Sicherheitsfangnetz sozusagen haben wir dahinter diese kartesischen Koordinaten mit dem orthonormierten Vektor, Dreibein oder N-Bein. Aber was uns eigentlich interessiert, ist, was passiert für diese allgemeinen Koordinaten. Nur dass man das also entsprechend sinnvoll durchführen kann, im Anschluss an unsere räumliche Vorstellungskraft, ist es nützlich, dass jetzt einmal, nicht alle Schritte auf einmal, zwar für diese krummlinigen Koordinaten, aber immerhin noch in einem euklidischen Raum durchzuführen, der es uns ermöglicht, zusätzlich auch kartesische Koordinaten einzuführen. Aber das ist natürlich nicht sehr zufriedenstellend. Letzten Endes sollte es ja allgemein in irgendeinem Riemannschen Raum gehen. Und das kommt dann anschließend als Verallgemeinerung. Also jetzt ist die Bühne bereit. Und jetzt können wir uns die Änderung dieses Vektors A Pfeil, der da steht, dargestellt als A oben IG, A oben Alpha, G unten Alpha Pfeil. Die Alpha sollen sich also eben auf diese krummlinigen Koordinaten beziehen. Diese Änderung wollen wir uns da ausrechnen. Und um diese Änderung zu bestimmen, die Änderung von A Pfeil bei Änderung einer Koordinate Q und ich habe es jetzt einmal Gamma genannt. Nur die ändern wir jetzt einmal. Wir bewegen uns also längs einer Koordinatenlinie. Na, dann ist das ein dA-Pfeil nach dQ-Gamma. Das ist genau genommen die Änderung, die vektorielle Änderung des Vektors A pro Einheit bei Änderung von Q-Gamma, pro Einheit von Q-Gamma. So wie wenn man dV nach dt hat, ist das die Änderung des Geschwindigkeitsvektors pro Einheit der Zeit. Da ist es die Änderung des Vektors A-Pfeil, vektoriell natürlich, pro Einheit der Koordinate Q-Gamma. Das wollen wir uns ausrechnen. Wir fangen wirklich mit dem vektoriellen A an, so wie es da steht. Und wir müssen das, weil sich eben nicht nur im Allgemeinen die Komponenten von A ändern werden, sondern auch diese Basisvektoren. Das ist ja eben jetzt das, auf das man nimmer mehr vergessen dürfen. Das heißt, wenn wir das ausrechnen wollen, und da ist eigentlich jetzt schon der Kern der Sache, der innere Grund für alles das, was jetzt nachher kommt. Wir müssen das hier mit der Produktregel machen. Also wir werden das jetzt aufschreiben als d nach dq Gamma von, und da haben wir a oben Alpha, g unten Alpha Pfeil. Das haben wir jetzt einfach so eingesetzt. Und da steht ein Produkt. Naja,
Und wie rechnen wir das aus? Vielleicht vergönne ich mir doch noch eine weitere Zeile. Also ein, je noch ein bisschen weiter in die Breite. Das ist eine breite Sache. Dann müssen wir also zunächst einmal den ersten Faktor differenzieren und den zweiten unverändert lassen. Da haben wir also dA Alpha nach dQ Gamma. Mal der zweite unverändert, mal G Alpha Pfeil. Und das steht ja ganz gut ausschauen. Da macht man einfach die Ableitung der Komponenten des Vektors nach dieser Koordinate, wo wir ja wissen wollen, wie sich das ändert, haben die ändert. Mal G Alpha Pfeil, also wieder bezogen auf die Basisvektoren an der Stelle. Aber das ist erst die halbe Geschichte. Jetzt kommt dazu Plus. Und dann haben wir also A Alpha von da mal dG Alpha nach dQ Gamma. Und das ist es jetzt, was wir weiter betrachten müssen. Wären wir jetzt in einem Koordinatensystem, wo sich diese Basisvektoren nicht ändern im Raum, dann wird das ja Null. Und dann heißt das, was wir bisher schon haben. Aber das wollen wir jetzt nicht voraussetzen. Sogar bei so einfachen Koordinaten wie Kugelkoordinaten wissen wir ja, dass sich die ändern, die Basisvektoren, wenn wir von einem Punkt im Raum auf einen anderen. Daher können wir das nicht so einfach so lässig auf die Seiten rahmen. Also, was können wir machen? Als erstes mache ich etwas, was zunächst einmal für Sie jetzt völlig sinnlos erscheinen mag. Ich mache es trotzdem, es wird sich aber noch in der heutigen Vorlesung, zwar sehr bald, herausstellen, dass das zweckmäßig ist. Wir ändern einfach die Bezeichnung hier dieses Summationsindex. Ob man über Alpha von 1 bis zur Dimensionszahl oder über Beta von 1 bis zur Dimensionszahl summiert, ist wurscht. Also ich kann genauso gut auch schreiben, dA Beta nach dQ Gamma mal G unten Beta-Pfeil. Verstehen Sie, was ich da tue? Was ganz Triviales. Ich benenne den Summationsindex um. Anstatt Summe über I von 1 bis N steht da Summe über J von 1 bis N. Völlig wurscht. Und warum ich das mache, lassen wir dabei dahingestellt. Das werden wir dann brauchen können, wie Sie sehen. Und worum es jetzt geht, ist, wir müssen schauen, wie wir mit dem zurande kommen. Wir müssen schauen, wie wir uns diese vektorielle Änderung dieses Basisvektors bei Änderung der Koordinate Q Gamma in Bezug auf die Basis Q Beta darstellen können. Wir wollen diesen Ausdruck darstellen in Bezug auf Basis G Beta. Auf die Vektorbasis G Beta Pfeil. Wie können wir das tun? Und da wird sich jetzt zeigen, dass es gut ist, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir auch ausweichen können auf kartesische Koordinaten. Wir machen nämlich Folgendes. Wir schreiben dieses G-Alpha-Pfeil jetzt auf in folgender Form. Wir transformieren es. Wir transformieren die Basisvektoren G Alpha zu den Basisvektoren EI und umgekehrt. Schreiben wir einmal auf. Transformation zwischen den XI-Koordinaten und den QI-Koordinaten. Was kriegen wir da? Zum Beispiel G oben Alpha Pfeil ist gleich dQ Alpha nach dXI EI Pfeil, denn die G
beziehen sich auf die Q und die E beziehen sich auf die X. Andererseits, G unten Alpha-Pfeil ist jetzt dxi nach dq Alpha mal E unten I-Pfeil. Die ganz normalen Transformationsgesetze, die wir ganz zu Anfang dieser Darstellungen der Tensoren in den allgemeinen Koordinaten aufgeschrieben haben. Die einen Koordinaten sind die Q, die anderen die X. Zu den Q gehören die G Alpha, zu den X gehören die EI. Also G oben Alpha ist dq Alpha, da dxi, ei-Pfeil. G unten Alpha, da sind die q unten, dxi nach dq Alpha und jetzt e unten i. Wobei e unten i und e oben i dasselbe ist. Und andererseits, es geht natürlich auch in der Gegenrichtung. DE oben i-Pfeil sind dxi nach dq Alpha mal g oben Alpha Pfeil und dE unten I Pfeil sind dq Alpha nach dxi, weil das die EI sind jetzt da, mal g unten Alpha Pfeil in der Gegenrichtung. Und da schreiben wir jetzt noch zusätzlich auf, dass diese, die G unten Alpha-Pfeil, nehmen wir uns einmal als ein wichtiges Resultat her, weil die kommen nämlich da oben vor. Und wir werden umgekehrt auch die E unten I brauchen. Und da schreiben wir das auch noch um als dq Beta nach dxi mal g Beta Pfeil. Da habe ich wieder den Summationsindex umbenannt von Alpha in Beta, sonst steht dasselbe da. Also, wir haben jetzt einerseits die Möglichkeit, das G Alpha durch die EI auszudrücken. Das sind die Transformationskoeffizienten. Und umgekehrt die EI durch die G Beta auszudrücken. Das sind die Transformationskoeffizienten. Das ist ein Einschub gewesen jetzt, wie man die Basisvektoren ineinander umrechnen kann. Ich hoffe, dass Ihnen das jetzt keine Schwierigkeiten macht. Das ist einfach das Transformationsverhalten, das wir uns ja schon ganz am Anfang, wie wir über den Tensorbegriff jetzt in dem Zusammenhang mit den Koordinaten gesprochen haben, wie wir uns das ausgerechnet haben. Das Transformationsverhalten von Tensoren erster Stufe, insbesondere für die Basisvektoren. Dasselbe gilt natürlich auch für die Komponenten. Und jetzt setzen wir das hier ein. Wir wollen dieses dg Alpha nach dq Gamma ausrechnen. dg Alpha Pfeil nach dq Gamma ist gleich. Naja, und jetzt verwenden wir diese Darstellung, bleibt da, diese Darstellung für das G-Alpha. Wir transformieren es um in die EI. Was kommt also wieder heraus? Wir haben D nach dQ Gamma von und da steht jetzt dxi nach dG-Alpha nach dq Alpha, plötzlich g, q Alpha mal ei Pfeil. Spätestens jetzt werden Sie sich denken, wozu tut er uns das an? Aber Sie werden gleich sehen,
dass das jetzt sehr hilfreich ist, weil wir nämlich wissen, dass die Basisvektoren für die kartesischen Koordinaten ortsunabhängig sind. Diese EI, die da stehen, sind ortsunabhängig. Jetzt, wenn ich nach den Koordinaten differenziere, ist das ein konstanter Faktor. Jetzt braucht man nicht mehr die Produktregel. Wir weichen dem aus, sozusagen. Indem wir auf ein Koordinatensystem übergehen, nämlich die kartesischen, bei denen die Basisvektoren nicht abhängig vom Raumpunkt sind. Das geht nur, wenn wir das jetzt einmal für einen euklidischen Raum machen. Denn sonst könnte man nämlich diese xi gar nicht einführen. Aber das ist jetzt einmal der erste Schritt, um das alles zu verstehen. Also, was kriegen wir da hier? Da haben wir dann d2xi nach dq Gamma dq Alpha d2xi nach dq Gamma dq Alpha erstes differenziert mal ei Pfeil und fertig. Weil die Differenziation noch von dem ei Pfeil ergibt 0. Ist ein konstanter Vektor. Also haben wir damit schon das Ergebnis. Dieses EI-Pfeil, was da jetzt aber drinnen steht, das wollen wir auch so schnell wie möglich wieder loswerden. Wir wollen wieder auf die entsprechenden G zurückkommen. Und da verwenden wir jetzt die Beziehung, wo wir dieses EI-Pfeil wieder ausdrücken durch G-Beta-Pfeil. Es ist ja wieder eine Rücktransformation. Aber trotzdem, das ist hier mal konstant. Und daher braucht man hier nicht mehr beim Differenzieren. Und man kriegt dann entsprechend, das ist weiter gleich, d2xi nach dq Gamma dq Alpha mal. Und dieses E unten I Pfeil ist dq Beta nach dxi. Mal G Beta Pfeil. Und siehe da. Damit ist uns das gelungen, was wir uns vorgenommen haben. Nämlich, dass man dieses dg Alpha Pfeil nach dq Gamma, da oben jetzt, darstellen in Bezug auf die Basis die Beta Pfeil. Damals tut auch hier vorne einen solchen Vorfaktor, ein bisschen einen komischen. Da gibt es diese doppelte Ableitung der x nach dem q und dann noch dq nach dem x. Über i wird wieder summiert. Während Alpha, Gamma, Beta ist da alles frei wieder, weil wir dieses Beta wieder summieren, sodass nur Alpha und Gamma frei bleibt und das sind die, die da oben stehen. Das passt alles. Freiindizes, Summationsindizes. Jetzt halte ich aber kurz einmal die Luft an und frage Sie, ob Sie überblicken, was wir da getan haben. Ob das für Sie übersichtlich ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie jetzt schon wissen, was das Ergebnis ist, aber dass Sie zumindest bis zu dem jetzigen Schritt wissen, was da steht und warum das da steht. Wir haben einen Umweg über die orthonormierte Basis gewählt. Wir haben das also da umgeschrieben. Die G-Alpha haben wir in der Weise umgeschrieben, damit wir hier jetzt gut noch den Q differenzieren können, weil diese orthonormierten Basisvektoren im Raum konstant sind. Daher brauchen wir da keine Produktregel, das ist konstant. Und jetzt aber genieren wir uns wieder für diese EI sozusagen und wollen so schnell wie möglich nur zu denen zurück, um die es eigentlich nur gehen soll. Das ist ja nur eine Krücke, dass wir da ausgewichen sind über diese konstanten Basisvektoren. Und damit haben wir wieder rückgerechnet von den EI zurück auf die G-Beta-Pfeil. Und da haben wir statt des I ist das hier, EI das hier eingesetzt, womit wir dann den Vorfaktor mal G-Beta-Pfeil haben und das ist jetzt quasi, das sind so quasi Komponenten von dieser Änderung da in Bezug auf G-Beta-Pfeil. Das mache ich jetzt ein bisschen anders. Ich mache daraus, können Sie auch so machen,
einen Folgepfeil und schreibe da oben noch einmal her. D, G. Alpha Pfeil nach D, Q, Gamma. Wir haben also damit einen Ausdruck gewonnen für die Änderung der Basisvektoren für diese allgemeinen Koordinaten, diese Änderungen dieser Basisvektoren in Bezug auf eben dieselbe Vektorbasis. Und da sieht man da hier vorne diesen Vorfaktor, der ein bisschen langwierig ist. Und diesen Vorfaktor, dem geben wir jetzt einen Namen. Und wir nennen den Christoffel-Symbol. Gamma Beta, Gamma Alpha ist gleich D2XI nach DQ Gamma, DQ Alpha mal DQ Beta nach DXI. Ich möchte an dieser Stelle bewusst vermeiden, die als Christoffel-Symbole zweiter Art oder erster Art zu bezeichnen. Sie werden das in der Literatur finden. Wir werden es bei unseren Ableitungen nicht brauchen. Aber eigentlich ist es ein Christoffel-Symbol zweiter Art. Aber nachdem wir das erste Art gar nicht kennenlernen werden, schreibe ich es so nicht hin. Das Erste, was Sie da gleich sehen, ist, es ist symmetrisch in Alpha und Gamma. Weil die zweite Ableitung, die partiellen Ableitungen sind immer unabhängig von der Reihenfolge der Ableitungen. Also ist es egal, ob man Alpha und Gamma zuerst hat. Und es ist also eine Größe mit drei Indizes und man sollte eigentlich meinen, das ist ein Tensor dritter Stufe. Aber es zeigt sich, was wir jetzt nicht durchführen werden, dass sich diese Größe nicht wie ein Tensor dritter Stufe verhält. Daher ist das kein Tensor. Und daher bleibt dann nicht viel was anderes über, als das einfach als Symbol zu bezeichnen. Sonst könnte man sagen Christoffel-Tensor, das ist es aber nicht. Es ist ein Christoffel-Symbol. Sie werden aber in weiterer Folge, und zwar noch heute, sehen, wieso das eigentlich gar kein Tensor sein kann, weil es dann den Zweck gar nicht erfüllen kann, den es erfüllen soll, wie Sie gleich sehen werden. Das ist jetzt sehr kryptisch gewesen. Vergessen Sie das wieder. Also das sind die Christoffel-Symbole. Mit Hilfe dieses Christoffel-Symbols können wir jetzt das hier umschreiben. Und kriegen also heraus, dass dieses dg Alpha nach dq Gamma gleich ist, und das, was ich da drunter geschrieben habe, ist ja genau das Christoffel-Symbol. Also Gamma Beta Gamma Alpha, Gamma Beta Gamma Alpha mal G Beta Pfeil. Also es sind gewissermaßen so eine Art Komponenten dieser vektoriellen Änderung in Bezug auf G-Beta-Pfeilen. Aber das ist so eine Sache, nachdem das Gamma-Beta-Gamma-Alpha gar kein richtiges Transformationsverhalten ist, hat, muss man bei der Bezeichnung davon vorsichtig sein. Bitte. Das Alpha so eine Kurvariante. Ich habe es falsch angeschrieben. DG unten Alpha. Danke. Ich bin Ihnen sehr dankbar, weil das kommt dann auch bei der Videoaufzeichnung vor und dann ist das Ganze falsch. Also noch einmal, wir sind von hier ausgegangen,
dg unten Alpha noch dq Gamma ist gleich das, was da steht. Gamma Beta, Gamma Alpha mal g Beta. Ganz richtig, danke. So, und jetzt, nachdem wir da so einen gewissen Umweg gemacht haben, wir sind ja eigentlich nicht weitergekommen als nur bis daher. Da war Punkt. Denn wir haben jetzt einmal das darstellen wollen in Bezug auf die Basis G-Beta und das ist uns hiermit gelungen. Mit dem Umweg über die E und wieder zurück. Ja? Das heißt, jetzt können wir einsetzen. Jetzt können wir das echt ausrechnen, das dA-Alpha, das dA-Pfeil nach dQ-Gamma. Jetzt können wir es endlich ausrechnen. dA-Pfeil nach dQ-Gamma ist jetzt gleich. Und da schreiben wir mal das da ab, den ersten Teil, dA Beta nach dQ Gamma, dA Beta nach dQ Gamma, mal G Beta Pfeil. Aber nachdem wir da jetzt auch G Beta Pfeil stehen haben, können wir das jetzt elegant herausheben. Dafür bin ich da schon von Alpha auf Beta übergegangen, weil ich das natürlich schon wusste, dass das nachher wichtig wird. Plus, und jetzt kommt dieses D A Alpha mal, und dann haben wir D G Alpha nach DQ Gamma, das steht aber da, mal Gamma Beta Gamma Alpha und wieder mal G Beta Pfeil. Verständlich? Nur eine Ausschreiberei. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Indexfuchserei und die haben mich ja schon mal geirrt, wie Sie jetzt gesehen haben. Aber jetzt sollte es wieder richtig sein. Also die Änderung des Vektors mit der Koordinate Q Gamma pro Einheit von dieser Koordinate ist dieser Ausdruck dA Beta nach dQ Gamma mal G Beta Pfeil plus A Alpha mal dG Alpha nach dQ Gamma ist also Gamma Beta Gamma Alpha wieder mal Gamma mal G Beta Pfeil. Und da kommt wieder ein sehr komischer Faktor vor. Es lässt sich also auch dieses dA-Pfeil nach dQ-Gamma in Bezug auf die Basis G-Beta-Pfeil ausdrücken. Das ist ja gut. Also zahlt sich's aus, auch das wieder zu bezeichnen. Und das ist jetzt die kovariante Ableitung. Symbol, da die Kovariante ableitet. Und das nennen wir jetzt A Beta Kovariante nach Gamma. A Beta Kovariante nach Gamma. Und das ist, und das werden Sie sich recht leicht merken können, zunächst einmal der Ausdruck partielle Ableitung dA Beta nach dQ Gamma, aber dann plus, ich habe das jetzt immer in der anderen Richtung aufgeschrieben, ist ja wurscht, Gamma Beta Gamma Alpha mal A Alpha. Also, dA
Also dieser Ausdruck, den nenne ich A Beta Kovariant nach Gamma, den Vorfaktor. Also wenn wir da den Vorfaktor genommen haben und Christoffel-Symbol genannt haben, ergibt sich jetzt insgesamt am Ende wieder so ein Vorfaktor, den nennen wir kovariante Ableitung. Und das ist also dA Beta nach dQ Gamma plus A Alpha Gamma Beta Gamma Alpha am Schluss. Damit ergibt sich als Ergebnis war das ein Klopfen? Ja. Hier unter der Definition, das A Beta Gamma, ist das ein senkrechter Strich von Gamma? Das ist ein senkrechter Strich. So bezeichnen wir heute hier, das ist in der Literatur nicht ganz einheitlich, aber ich finde es so ganz gut, die kovariante Ableitung. Sie erinnern sich vielleicht, vor einer Woche war doch das, nicht? Da haben wir die kovariante Ableitung, eines Skalars gehabt, da haben wir gehabt, Lambda, wenn man das ableitet nach der Koordinate q Gamma, dann kommt gleich d Lambda nach d q Gamma heraus und das war schon was Vektorielles und daher haben wir dann gesagt, und das nennen wir daher auch gleich die kovariante Ableitung und sagen Lambda kovariant nach Gamma. Das ist dann d Lambda nach d q Gamma. Und hier jetzt ist es A Beta kovariant nach Gamma. Und hier aber ist es eben nicht nur die partielle Ableitung, sondern da kommt noch was dazu. Das ist das Entscheidende. Und das haben wir uns letzten Endes eingehandelt durch diese Produktregel da hier. Das hat diesen zweiten Term ergeben, der dann letzten Endes hier so herauskommt. Ich glaube, Sie müssten das an der Tafel recht schön nachverfolgen können. Woher das gekommen ist. Und damit kriegen wir das Endergebnis jetzt einmal. Wir wollten doch dieses dA-Pfeil nach dQ Gamma ausrechnen. Ist gleich. Und da steht es ja. dA-Pfeil nach dQ Gamma ist der ganze hier zusammengefasste Klammerausdruck, das ist diese kovariante Ableitung, A Beta kovariant nach Gamma mal D Beta Pfeil. Und da haben Sie jetzt also diesen Vorfaktor quasi wie eine Komponente in Bezug auf diese Vektorbasis und Sie kriegen damit hier diese vektorielle Änderung des Vektors A bei Änderung der Koordinate Q Gamma pro Einheit von Q Gamma. Die kovariante Ableitung, so wie sie hier definiert ist, bezieht sich nur auf die Komponenten des Vektors A. Die Bedeutung von diesem A Beta nach Gamma ist aber, dass man mit Hilfe dieser kovarianten Ableitung dieses dA-Pfeil nach dQ Gamma richtig ausrechnen kann in Bezug auf dieses G Beta-Pfeil. Um sich das merken zu können, habe ich immer das selbst irgendwie so vor Augen geführt, dass ich gesagt habe, diese kovariante Ableitung A Beta nach Gamma, das ist einmal zunächst das, was man naiverweise machen würde. Man differenziert einfach diese Komponente A Beta partiell nach Q Gamma. Aber das ist eben nicht ausreichend, sondern es kommt noch dieser zweite Term dazu und den muss man sich halt merken. Gamma, Beta, Gamma, Alpha, A, Alpha. Also die kovariante Ableitung eines Tensors erster Stufe eines Vektors ist einmal zunächst die naive Ableitung dieser Komponente, dA Beta nach dQ Gamma partiell, ganz normal, aber dann plus dieses Christoffel-Symbol Gamma, Beta, Gamma, Alpha A Alpha. Ich glaube, wenn man sich das ein paar Mal auf der Zunge zergehen lässt, dann
inhaliert man diesen Ausdruck. Und den brauchen Sie dann nicht jedes Mal wieder so herleiten. Das war ja eine allgemeine Herleitung. Das ist das Ergebnis, mit dem man dann leben kann, sozusagen. Also auf die Art und Weise kann man die Änderung dieses Vektors pro diese Einheit der Koordinate Q Gamma ausrechnen. Und als Änderung eines Vektors muss es auch, das sieht man hier schon anschaulich, wieder ein Vektor sein. Das heißt, das hier ist ja wieder ein Vektor. Daher muss dieses A Beta nach Gamma ein Tensor zweiter Stufe sein. Denn wenn man das eben mit diesen sich richtig transformierenden Basisvektoren multipliziert, bleibt eben dann gerade ein Tensor erster Stufe über. Also diese kovariante Ableitung hat den Vorteil, dass sie sich richtig transformiert, dass das wirklich ein Tensor zweiter Stufe ist und das sorgt dafür, dieser zweite Korrekturterm, dass jetzt, wenn man das transformieren möchte, dass dann kein störender Term überbleibt, wie der, der uns letztes Mal dazu geführt hat, dass wir überhaupt diesem Thema der kovarianten Ableitung näher gekommen sind. Also das einmal ist die Ableitung, die Herleitung für die kovariante Ableitung in der Situation gewesen, wo wir das A-Pfeil als A oben Alpha, G unten Alpha angesehen haben. Und jetzt wollen wir alternativ dieses A-Pfeil auch darstellen als A unten Alpha, G oben Alpha Pfeil. Und Sie können sich vorstellen, das wird ganz analog verlaufen. Und man muss wieder eine Tafel vollschreiben. Und das tun wir aber jetzt nicht. Man kann sich da auch helfen, indem man eine gewisse Abkürzung bei der Ableitung verwendet. Aber ich gebe Ihnen hier nur das Ergebnis bekannt. Man verwendet wieder dieselbe Definition für die Christoffel-Symbole. Sie sehen, wie sich die ergeben haben durch diese Umformungen, um so zu den kartesischen und wieder zurückzukommen Koordinaten. Das verwenden wir in gleicher Weise wieder. Und wir kriegen dann heraus, dass A unten Beta kovariant nach Gamma ist jetzt wieder als erstes einmal die von mir jetzt noch mehrfach so bezeichnete naive Ableitung, also die partielle dA Beta nach dQ Gamma. Und jetzt aber, so einfach ist es, nur einfach minus Gamma Beta Gamma Alpha A Alpha. Also vergleichen Sie es. Die kovariante Ableitung einer Kontravariantenvektorkomponente A oben Beta nach Gamma. Da hat es geheißen dA Beta nach dQ Gamma plus Gamma Beta Gamma Alpha Alpha. Und jetzt haben wir das Beta unten. A unten Beta nach Gamma ist wieder die Naive zuerst. dA unten Beta nach dQ Gamma. Aber jetzt Minus. Das muss man sich heute auch noch dazu merken. Und dann kommt also jetzt wieder so, wie die Indizes stehen. Gamma Beta Gamma Alpha A Alpha. Es ist ja da auch eine kovariante Komponente, daher steht auch da die Kovariante. Da war es ja eine kontravariante Komponente von A,
dann müssen herüben die Kontravarianten sind. Es kommt in gleicher Weise heraus und man kriegt dann in entsprechender Weise dann so wie es dort die letzte Zeile ist, das dA-Pfeil nach dQ-Gamma. dA-Pfeil nach dQ-Gamma ergibt sich in gleicher Weise jetzt als A. Beta, Kovariant nach Gamma, mal G oben Beta-Pfeil. Dasselbe dA-Pfeil nach dQ Gamma lässt sich jetzt auch schreiben als A unten Beta nach Gamma, G oben Beta-Pfeil und schauen Sie, das ist jetzt wieder etwas, was Sie schon oft jetzt gesehen haben. Es macht nur so ein Flip-Flop. Die Betas wandern hinauf und hinunter. Und das geht alles so, weil alles, was da steht, auch wirklich jetzt Tensoren sind. Das, was keine Tensoren sind, sind diese Christoffel-Symbole. Und jetzt werden Sie auch sehen, dass das ja verständlich ist, dass A Beta nach Gamma entweder unten oder oben ist selbst ein Tensor zweiter Stufe. Damit ist dann auch das dA Pfeil nach dQ Gamma ein Tensor erster Stufe, so wie das G Beta Pfeil auch ein Tensor erster Stufe ist. Wenn aber zum Beispiel hier, dieses A Beta nach Gamma ein Tensor zweiter Stufe ist, aber diese naive partielle Ableitung ja nicht, erinnern Sie sich an letzte Woche, beim Transformationsverhalten ist da dieser komische störende Term herausgekommen, dann darf und kann der zweite Term auch kein Tensor sein. Denn wenn das kein Tensor ist, also sagen wir so, wenn das ein Tensor ist und das ein Tensor ist, müsste das als Differenz der beiden wieder ein Tensor sein. Der ist aber keiner und daher kann auch der keiner sein. Das A-Alpha ist aber ein Tensor erster Stufe. Daher kann das Christoffel-Symbol in seiner Funktion hier ja gar kein Tensor sein. Daher Christoffel-Symbole. Das ist jetzt das, was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, aber noch zu kryptisch. Jetzt können Sie es erkennen. In beiden Fällen, hier detto, das A Beta nach Gamma ist ein Tensor zweiter Stufe und das D A Beta nach DQ Gamma ist kein Tensor. Daher kann das auch kein Tensor sein. Wäre das zweite nämlich ein Tensor und die linke Seite ein Tensor, müsste auch das ein Tensor sein und das ist ein Widerspruch. Daher sind die Christoffel-Symbole kein Tensor. Wieder eine Unterbrechung. Habe ich Sie jetzt schon ganz verunsichert? Das heißt, es wäre auch schon korrekt zu sagen, ein Tensor zweiter Stufe kann als Summe zwei Tensoren erster Stufe. Wo meinen Sie es, die zwei Tensoren erster Stufe? Die Seite des A Beta nach Gamma ist ein Tensor zweiter Stufe. Das wäre eine Summe aus zwei Nicht-Tensoren. Richtig, natürlich. Sie können natürlich aus zwei Nicht-Tensoren, wenn das entsprechend zusammengesetzt ist, anmachen. Das ist ja die Idee. Man fügt was hinzu, um dieses ungenügende Ding aufzubessern auf einen Tensor zweiter Stufe. Diese kovariante Ableitung, sehr gut, dass Sie das so formulieren, diese kovariante Ableitung hier beinhaltet also hier einen zweiten Term, der kein Tensor zweiter Stufe ist, so wenig wie der es aber dann bewirkt, dass dieser zweite Term den da hier so aufbessert,
dass dann in Summe ein Tensor zweiter Stufe draus wird. Dieser zweite Term ist notwendig, um wieder einen Tensor zweiter Stufe zu erwirken. Das heißt, was dieser zweite Term in der kovarianten Ableitung tut, ist, er berücksichtigt, dass eben die Basisvektoren sich im Raum ändern und dass diese Änderung eben ins Kalkül gezogen werden muss, damit eben die wirkliche Änderung des Vektors, dieses dA-Pfeil nach dQ Gamma, richtig wiedergegeben wird. Es genügt nicht, daher zu schreiben, dA Beta nach dQ Gamma mal g Beta Pfeil, das wäre schön. Das genügt nicht. Man muss zudem noch diesen Korrekturterm hinzufügen, dann wird erst ein Tensor zweiter Stufe draus. Und damit kann man das dann richtig so schreiben und kann die tatsächliche Änderung der vektoriellen Größe A-Pfeil mit der Änderung von Q Gamma mit Hilfe dieser kovarianten Ableitung so darstellen. Ist das genug für Ihre Frage? Noch irgendwas? Das habe ich Ihnen jetzt nicht bewiesen, aber das kann in entsprechender Weise gezeigt werden. Im Skriptum ist da eine Ableitung drinnen, wie man mit relativ kurzem Aufwand auch das mit diesem Minus hier erhalten kann. Jetzt haben wir also hier mit dieser kovarianten Ableitung wieder einen Tensor erhalten, und zwar einen Tensor zweiter Stufe. Während dieses dA Beta nach dQ Gamma, was man zunächst einmal sich gedacht hätte, macht man halt, um nachzuschauen, wie stark sich der Vektor A-Pfeil ändert, liefert das nicht. Deswegen ist auch das nicht das richtige Transformationsverhalten gewesen, wie Sie gesehen haben. Wir haben das jetzt ganze Zeit als kovariante Ableitung bezeichnet. Das ist die kovariante Ableitung für die kovarianten Komponenten. Das ist die kovariante Ableitung für die kontravarianten Komponenten. Abgeleitet wird es immer nach einer kovarianten, nach einem kovarianten Index. Ich sollte da noch hinzufügen, da habe ich eh noch ein bisschen Platz, dass man auch hier wieder in vielen Fällen eine Schreibweise einführt, die die Sache dann noch ähnlicher macht zu dem, was Sie schon kennen. Das A oben Beta nach Gamma, das bezeichnet man auch als Nabla Gamma, angewendet auf Beta. Und entsprechendes A unten Beta, kovariant nach Gamma, ist jetzt ein Nabla Gamma, angewendet auf A unten Beta. Nur dieses Nabla hier, das beinhaltet mehr. Das beinhaltet insbesondere diesen Term mit den Christoffelsymbolen. Wenn man das aber so schreibt, dann wird sich, wie Sie dann nächstes Mal sehen werden, die ganze Vektoranalysis, Gradient, Divergenz, Rotation in ganz ähnlicher Weise, wie Sie es schon kennen, darstellen lassen. Der Nabla-Operator ist dann nicht mehr so, wie wir es im Jänner besprochen haben, Nabla i ist e nach dxi, sondern der bezeichnet die ganze kovariante Ableitung. Ich kann also eine kontravariante Komponente kovariant ableiten, das ist, was wir da oben haben, eine kontravariante Komponente kovariant ableiten, und da kommt eben neben der naiven partiellen Ableitung dieser Zusatzterm dazu, und
Ich kann eine kovariante Komponente, kovariant nach Gamma ableiten auf einen Nabler unten, Gamma, A unten, Beta. Alles immer kovariante Ableitungen. Na, kann man nicht auch kontravariant ableiten? Wir haben das jetzt ganze Zeit nicht gemacht. Warum? Schauen Sie sich einmal an, wie das Ganze begonnen hat. Holen wir uns das noch ein bisschen her, dass ich hinzeigen kann. Jetzt nehme ich vielleicht sogar da diesen Zeigestab her. Der sollte genügen. Wir haben doch da ein dA-Pfeil nach dQ Gamma geschrieben. Und damit steht das Gamma schon unten. Und dementsprechend ist das dann ein A-Beta nach unten Gamma. In der Weise kann ich eine kontravariante Ableitung gar nicht definieren, weil es ist d nach dq Gamma, das Gamma steht zwar oben beim q, aber unten tensoriell in diesen Ausdrücken. Deswegen steht es da überall unten drinnen und wird in der Weise dargestellt. Und es transformiert sich auch als ein kovarianter Index. Ja, trotzdem kann man zur Vervollständigung des Ganzen auch eine kontravariante Ableitung definieren. Und das ist ganz einfach. Wir haben es ja mit dieser kovarianten Ableitung wieder mit einem Tensor zu tun. Na, wie bringt man denn das dazu, dass man einen Index hinaufschiebt? Na, durch Überschiebung mit einem kontravarianten Metriktensor. Ganz einfach. Alle diese Dinge, die sich ja bei Ihnen jetzt schon ein bisschen verfestigt haben, hoffentlich in Ihrer ganzen Begriffswelt, die wir da jetzt aufgebaut haben in eineinhalb Semestern, kommen jetzt uns zustatten natürlich. Denn wir können jetzt auch schreiben, die kontravariante Ableitung einmal von A oben Beta damit wir uns auf das beziehen, A oben Beta. Und jetzt so kontravariant nach Gamma, das ist nichts anderes als, so schreiben wir das gleich so auf, Nabla Gamma A Beta, so wie wir das da unten als Schreibweise auch eingeführt haben mit dem Nabla-Operator, aber wie gesagt, in einer etwas erweiterten Form. Also, Nabla Gamma angewendet auf A Beta und das ist jetzt nichts anderes als A oben Beta nach, was nehmen wir da für einen Index, nach Nü mal G Nü Beta, G Nü Gamma, ganz richtig. Also, ich ziehe, na, damit ich da besser hinkomme, bei dem A Beta nach unten Gamma mit G oben Nü Gamma das Nü hinauf und erhalte ein A Beta nach oben Gamma. Sehen Sie das? Ganz einfach, so wie wir das immer gemacht haben. Wenn wir diesen Index, der da unten steht, hinaufziehen wollen, dann überschieben wir mit G oben Nü Gamma und das kommt hinauf und wird Gamma. Und damit haben wir auch die kontravariante Ableitung in gleicher Weise definiert, indem wir es zurückführen auf das, auf was wir da ursprünglich gekommen sind. Und dann gibt es natürlich wieder entsprechend die kontravariante
Ableitung von A unten Beta da haben wir dann A unten Beta Kontravariant nach Gamma. Das kann man wieder schreiben als Nabla oben Gamma, angewendet auf A unten Beta. Naja, und da müssen wir natürlich jetzt wieder das umformen zu dem, was wir schon hatten. Wir haben ein A unten Beta nach Gamma gehabt. Also haben wir da ein A unten Beta nach Nü mal G Nü Gamma. Also A unten Beta um von dem A unten Beta nach Nü auf A unten Beta nach Gamma zu kommen, muss man es mit einem G oben Nü Gamma überschieben. Und hat damit auch die Möglichkeit, eine kontravariante Ableitung zu definieren. Das schreibe ich vor allem deshalb her, weil ich nicht will, dass Sie glauben, dass man nur kontravariant, nur kovariant ableiten kann. Das ergibt sich zwar aus dieser Herleitung, wenn man da nach Q Gamma differenziert, muss das Gamma immer unten stehen. Und wenn man das in der Weise macht und wenn man das alternativ das A-Pfeil so aufschreibt, dann haben wir es ebenso, dass dann dieses DA-Pfeil nach DQ Gamma, haben sie das Gamma wieder unten stehen. In der Weise kommt ihnen zunächst organisch das immer als eine kovariante Ableitung heraus. Aber natürlich, nachdem das da hier ein Tensor zweiter Stufe ist, kann man natürlich den Index hinaufziehen mit Hilfe des Metriktensors. Und dann hat man dann entsprechend auch die Kontravariantenableitungen. Jetzt muss man natürlich wissen, was das bedeutet. Was hat man davon? Da möchte ich zunächst einmal ein paar einfache Bemerkungen machen und dann nächstes Mal ein konkretes Beispiel durchrechnen. Man hat von dem nichts, wenn man es nicht an einem einfachen, konkreten Beispiel durchrechnet. Also was zunächst einmal der Fall ist, ist, Folgerung. Wenn jetzt die kovariante Ableitung, falls A Beta kovariant nach Gamma immer gleich 0 ist, dann folgt daraus, wenn A Beta kovariant nach Gamma immer 0 ist, A Beta nach Gamma ist 0, dann ist dA Pfeil nach dQ Gamma gleich 0. Machen wir das auch so partiell wieder, dA Pfeil nach dQ Gamma ist gleich 0, weil dA-Pfeil nach dQ Gamma ist ja gerade dieses A-Beta nach Gamma mal Q-Beta. Wenn das A-Beta nach Gamma immer 0 sein sollte, dann ist dA-Pfeil nach dQ Gamma gleich 0 und zwar für jede Koordinate Gamma. Und das heißt anschaulich, man hat ein paralleles Vektorfeld. Der Vektor ändert sich nicht. dA-Pfeil nach TQ-Gamma ist stets 0. A-Pfeil ändert sich nicht.
Indem also die kovariante Ableitung gleich 0 ist, falls das der Fall ist, dann liegt ein paralleles Vektorfeld vor. Das bedeutet aber nicht, dass die Komponenten des Vektors immer konstant sein müssen. Aber das Vektorfeld ist ein paralleles Vektorfeld. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch erwähnen, für heute zum Abschluss, dass an dem allen alles sehr schön allgemein aussieht, bis auf eine Sache. Bei der Definition der Christoffelsymbole, da stehen kartesische Koordinaten drinnen. Das ist unschön. Sie werden jetzt das Gefühl haben, der mag keine kartesischen Koordinaten. Aber warum mag ich sie nicht? Das soll ja auch anwendbar sein für gekrümmte Räume. Also zum Beispiel auch für eine Kugelfläche. So wie das, was ich Ihnen da am Anfang gezeigt habe. Da kann man das gar nicht anwenden, weil diese Formel dort nicht geht, weil man dort gar keine kartesischen Koordinaten wählen kann. Das haben wir hier ja angenommen, dass wir sie wählen. Und ich habe Ihnen schon dazu gesagt, das schränkt aber unsere Sache ein, weil das geht nur, wenn man das in einem euklidischen Raum macht. Und da zeigt sich nun, und das erfordert also relativ großen Aufwand, da zeigt sich also dann, dass man Umformungen durchführen kann. Denn einerseits haben wir da einen Ausdruck für diese Christoffelsymbole, in dem da so kartesische Koordinaten vorkommen. Andererseits gibt es einen Ausdruck für den Metriktensor. Und dieser Metriktensor lässt sich schreiben als Darstellung des Metriktensors in einem euklidischen Raum. Der Metriktensor, wie schon sehr oft betont, ist ja nichts anderes, und das bleibt so, als die Komponenten des Metriktensors, die Skalarprodukte der Basisvektoren untereinander. Und da hatten wir ja gehabt, dass wir den Basisvektor G unten Alpha Pfeil, die ite Komponente, schreiben konnten, als dxi nach dq alpha. Das haben wir recht frühzeitig gemacht, wie wir begonnen haben zu zeigen, dass diese Basisvektoren die Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien sind und so weiter. Und andererseits geht es auch für g unten beta Pfeil klarerweise. Die ite Komponente ist dxi nach dq beta. Und dementsprechend erfolgt, dass das g alpha beta geschrieben werden kann als g unten alpha Pfeil mal g unten beta Pfeil. Und da haben wir hier die iten kartesischen Koordinaten. Und bei kartesischen Koordinaten lässt sich so ein Skalarprodukt in der Form A1B1 plus A2B2 plus A3B3 darstellen, weil der Metriktensor ist die Einheitsmatrix für diese kartesischen Komponenten. Und daher lässt sich das schreiben als Summe über I dxi nach dq alpha dxi nach dq beta.
So lässt sich der Metriktensor aufschreiben, wenn man sich in einem kartesischen Koordinaten, in einem euklidischen Raum befindet. Das kann man zum Beispiel unmittelbar sofort anwenden, um den Metriktensor für Kugelkoordinaten zu ermitteln. Jetzt sehen Sie, die Gamma beinhalten so Ableitungen zwischen x und q. Die g beinhalten auch solche Ableitungen zwischen x und q. Und wenn man das geschickt zusammenstellt und einige Umformungen macht, dann kommt man letzten Endes auf einen Ausdruck für diese Christoffel-Symbole, der besonders einfach dargestellt wird, und zwar ohne so zweite Ableitungen, wie das da oben steht, und ohne Verwendung kartesischer Koordinaten. Durch Umformung erhält man soweit ich es weiß, ich bin ziemlich sicher, diese Sachen finden sich in Ihrem Skriptum. Wenn Sie wirklich wollen, können Sie sich das dort genau durchschauen. Sie werden bei der Prüfung so etwas nicht gefragt. Nur das Ergebnis wäre gut, wenn Sie wissen. Da kommt nämlich dann heraus, dass Gamma, jetzt schreibe ich es heute als S, A, B, lässt sich schreiben, interessanterweise als ein halb mal, und dann hat man GSR. Und jetzt stehen da drei Differentialquotienten. DGAR nach DQB plus DGBR nach DQA minus DGAB nach DQR. Durch geschickte Kombination dieser Definition von den Gammas, was ja da dann wieder rauskommt, mit diesem Ausdruck für den Metriktensor, kommt man drauf, dass diese Gammas hier in der Weise mit dem Metriktensor zusammenhängen. Natürlich werden Sie jetzt sagen, zu Recht, trotzdem, von vornherein ging das alles nur, weil wir das in einem euklidischen Raum gemacht haben. Und jetzt zeigt sich aber, und das ist eine sehr schwerwiegende und nicht leicht zu beweisende Aussage. Es zeigt sich, dass diese kovariante Ableitung da oben mit Hilfe dieser Christoffel-Symbole sich auch wirklich wie ein Tensor zweiter Stufe transformiert, wenn Sie einfach das Gamma hier so einsetzen, wie es ist, und auch nur voraussetzen, dass da der Metriktensor sich wie ein Tensor zweiter Stufe transformiert. Das ist eine Viechsarbeit, das auszurechnen und durchzuführen. Aber das geht. Und man kommt daher drauf, dass das, was man jetzt hier insgesamt erhalten hat, auch für einen allgemeinen Riemannschen Raum gilt. Die obige Ableitung nicht. In dem Ergebnis stehen Christoffel-Symbole drinnen, wo immer noch die XI drinnen sind. Den Metriktensor im euklidischen Raum kann man auch mit Hilfe der XI darstellen. Durch geschickte Kombination kommt man auf diesen Ausdruck für die Christoffel-Symbole, wo nicht mehr wie da oben die XI drinnen stehen und auch keine zweite Ableitung mehr drinnen ist, sondern diese Christoffel-Symbole nach wie vor, die selbst sind kein Tensor, sondern Symbole. Aber diese Christoffel-Symbole werden hier ausschließlich durch den Metriktensor und seine ersten
Ableitungen nach den Koordinaten dargestellt. Das heißt, man bringt auf die Art und Weise die kovariante Ableitung eines Tensors erster Stufe in eine Form, wo diese Christoffel-Symbole, die da drinnen ja wesentlich sind, wiederum nur aufgrund des Metriktensors dargestellt wird. Sie werden sehen, dass diese Formel außerdem in der Benutzung die einfachere Formel ist. Diese blöden doppelten Ableitungen zwischen x und q, die sind oft recht mühsam. Und hier brauchen Sie jeweils immer nur den vorgegebenen Metriktensor noch jeweils einer oder einer anderen Koordinate ableiten. Also mit dem, eingesetzt in die kovariante Ableitung, haben Sie dann auch die Möglichkeit, ein Tensorfeld kovariant abzuleiten, wenn man sich nicht in einem euklidischen Raum befindet, sondern zum Beispiel auf einer Kugelfläche oder auf sonst einem gekrümmten Raum, weil Sie von diesem lästigen Ausdruck, wo die xi noch drinnen stehen, endgültig weg sind. Und bis daher könnte man das noch als einen Taschenspielertrick ansehen. Wir haben hier irgendwie elegant diese xi herausgebracht, aber im Hintergrund sind sie ja immer noch bei der ganzen Ableitung drin gewesen. Aber diese ganze Sache mit der kovarianten Ableitung und der Verwendung dieses Ausdrucks für die Christoffel-Symbole, die kann man in einer umfangreichen Rechnung zeigen, ergibt wieder, dass das A Beta nach Gamma tatsächlich ein Tensor zweiter Stufe ist. Wie gesagt, D A Beta nach DQ Gamma ist es im Allgemeinen nicht. Aber dafür kommt dieser Korrekturterm dazu, der es zu einem Tensor macht. Und der Korrekturterm hängt jetzt selbst wieder nur vom Metriktensor ab. Sie sehen hier auch besonders schön, was es mit den Christoffel-Symbolen auf sich hat. Wenn man sich nämlich in einem flachen Raum oder in einem euklidischen Raum befindet, dann kann man ja immer ein Koordinatensystem so wählen, haben wir gesagt, dass der Metriktensor konstant wird. Wenn er aber konstant wird, ist die ganze Klammer null und damit die ganzen Christoffel-Symbole null. Das heißt, im flachen Raum gibt es immer ein Koordinatensystem, wo die Christoffel-Symbole gleich null sind. Also beispielsweise im euklidischen Raum wird bei den kartesischen Koordinaten werden die Christoffel-Symbole gleich null sein. Und wenn die null sind, dann stimmt die kovariante Ableitung mit dieser naiven Ableitung dA Beta nach dQ Gamma überein. Aber die Q Gamma sind dann X Gamma, weil das geht nur für kartesische Koordinaten. Und das führt uns dann wieder zurück auf den Jenner, weil, wie wir gesagt haben, wir verwenden nur kartesische Koordinaten, um Gradient, Divergenz und Rotation zu definieren. Haben wir das eben deshalb gemacht, weil Sie jetzt sehen, im allgemeineren Fall fällt dieser Korrekturterm dann wieder weg, wenn man kartesische Koordinaten einführt, weil da alle Christoffel-Symbole gleich null sind. Und dann kann man das alles nur mit den einfachen partiellen Ableitungen machen, die Sie kennen und wo Sie wissen, dass dieses Nabla, Gamma einfach die partiellen Ableitungen sind. In dem Moment, wo Sie einen gekrümmten Raum haben oder Koordinaten, bei denen die Christoffel-Symbole nicht mehr null sind, sind das dann solche, wo diese Metriktensoren nicht mehr konstant sind. Und wenn Sie in einem gekrümmten Raum sind, nicht in einem flachen, dann schaffen Sie es ja gar nicht mehr,
diese einzelnen Metriktensoren, den Metriktensor konstant zu machen. Denn wir haben ja gesagt, der flache Raum ist ein solcher, wo man ein Koordinatensystem einführen kann, wo das GIJ konstant wird. Wenn Sie in einem gekrümmten Raum sind, zum Beispiel auf einer Kugeloberfläche, dann können Sie machen, was Sie wollen. Sie können es nicht schaffen, durch entsprechende Transformation der Koordinaten, dass der Metriktensor konstant wird. Dann werden diese Christoffel-Symbole immer ungleich Null sein, jedenfalls nicht alle gleich Null. Und dann brauchen Sie diesen Korrekturterm und es hilft Ihnen nichts. Aber in diesem gekrümmten Raum können Sie ja auch keine kartesischen Koordinaten einführen. Ich weiß, das war keine einfache Stunde. Und ich würde Ihnen sehr empfehlen, das noch einmal in aller Ruhe durchzugehen. Ich glaube, dass, was da an der Tafel steht, man durchaus gut verstehen kann. Das hier habe ich Ihnen nicht bewiesen, dass da das Minus vorkommt. Wenn man da A unten Beta nach Gamma macht, glauben Sie mir das einfach. Und man kann das relativ leicht, und das habe ich sicher im Skriptum stehen, auch nachrechnen. Das ist eine einfache Definition, kein Problem. Das mit dem parallelen Vektorfeld ist, glaube ich, auch gut zu verstehen. Wenn die kovariante Ableitung immer null ist in einem bestimmten Fall, dann fällt ja eben der ganze Term da hier, dann ist ja, wenn die kovariante Ableitung null ist, das ganze dA nach dQ Gamma null und daher ist es ein paralleles Vektorfeld. A ändert sich einfach nicht, wenn ich auf eine andere Stelle gehe. So etwas nennt man ein paralleles Vektorfeld. Und das Einzige, was ich Ihnen jetzt gar nicht bewiesen habe und was wirklich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen war, ist diese Formel. Aber die ist auch schon etwas involviert. Aber sie ist so praktisch, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten wollte. Sie könnten zum Beispiel jetzt ohne Schwierigkeiten hergehen. Das könnten Sie vielleicht in einer... Wir haben jetzt einen Feiertag am Donnerstag. Oder war der schon? Nein, der kommt jetzt. Na schauen Sie, wenn Sie noch gar nichts anderes einfällt an dem Feiertag, dann rechnen Sie sich zum Beispiel mit Hilfe dieser Formel die Christoffel-Symbole für Kugelkoordinaten aus. Sie wissen, das gehört jetzt nicht mehr so recht dazu. Schreibe auf eine andere Tafel. Und für Zylinderkoordinaten ist es noch einfacher, aber lohnender ist es für die Kugelkoordinaten. Sie wissen doch, bei Kugelkoordinaten haben Sie das G unten IJ ist gleich die ganze Matrix 1, 0, 0, 0, R Quadrat 0 und 0, 0, R Quadrat Sinus Quadrat Theta. Ja? Na jetzt, seien Sie doch ehrlich, was muss man da schon viel kennen? Die QI sind also da, die QI, nein, das kann ich nicht mehr, aber die QI sind in unserem Fall R, Theta und Phi. Und jetzt bilden Sie da diese DGAR nach DQB und so weiter, für alle diese verschiedenen, und da brauchen Sie halt noch ein G oben SR. Da wissen Sie ja, die G oben IJ sind da die Reziprokwerte da von denen. Und das ist gar keine Affäre. Und Sie kriegen damit die Christoffel-Symbole für Kugelkoordinaten. Einmal durchgerechnet für Ihr ganzes Leben. Denn das sind sie für Kugelkoordinaten. Die brauchen es dann nie mehr ausrechnen. Genauso wie das der Metriktensor für Kugelkoordinaten ist. Und für Zylinderkoordinaten gibt es auch. Verstehen Sie mich? Also sind die ABEs dann die R-Theta-Phi? Ja, Q1 ist R, Q2 ist Theta, Q3 ist Phi. Und da, das AB kann irgendwas von 1, 2, 3 sein. Gamma 1, 1, man schreibt diese Christoffel-Symbole üblicherweise, jetzt habe ich schon überzogen, als drei Matrizen auf. Gamma 1 AB,
Gamma 2ab und Gamma 3ab. Nicht? Wenn man das S gleich 1 setzt, kann man AB 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3. Und das sind noch dazu lauter symmetrische Matrizen. Also man schreibt das dann auf als Gamma 1 IJ, Gamma 2 IJ und Gamma 3 IJ. Drei Matrizen. Und die sind noch dazu symmetrisch in I und J. Also hat man gar nicht so viele. Und Sie werden staunen, viele von denen sind Nullen. Aber nicht alle. Und die paar, die nicht sind, sind wichtig. Und wenn man die hat, dann kann man, wie Sie nächstes oder übernächstes Mal sehen werden, sich die Divergenz und die Rotation, zum Beispiel in Kugelkoordinaten, wie nichts ausrechnen. Und dann sind wir dort, wo ich Ihnen am Anfang gesagt habe, ich werde Ihnen dann zeigen, wie man mit Hilfe von dieser Kovariantenableitung dann sowas wie die Divergenz des elektrischen Feldes in der Umgebung einer Punktladung oder die Rotation eines Magnetfeldes rund um einen stromdurchflossenen Leiter ganz einfach ausrechnen kann. Weil man erspart sich diese mühsamen und sperrigen kartesischen Koordinaten, die braucht man nicht mehr. Man kann das in dem System rechnen, das für die jeweilige Anwendung das günstigste ist und sich sonst um nichts scheren. Jetzt habe ich Sie aber schon 7 Minuten aufgehalten. Also entschuldigen Sie bitte, dass das ein bisschen länger gedauert hat. Überlegen Sie sich bis zum nächsten Mal, ob Sie da irgendwelche Fragen noch haben, was Ihnen da mysteriös und undurchsichtig vorkommt. Es wäre mir wirklich wichtig, wenn Sie diese Idee der kovarianten Ableitung gut verstehen. Ich möchte noch einen Punkt sagen. Nächstes Mal machen wir ein Beispiel. Ein einfaches zweidimensionales Beispiel. Da betrachten wir so ein XY-kartesisches Koordinatensystem und schauen uns an die Einheitsvektoren in X-Richtung. Das ist sichtlich ein paralleles Vektorfeld. Das machen wir dann alles in Polarkoordinaten. Und da zeigt sich dann, dass die Komponenten dieses parallelen Vektorfeldes überhaupt nicht konstant sind, weil sie sich ja immer wieder auf andere Basisvektoren beziehen. Aber wenn man dann die kovariante Ableitung ausrechnet unter Benutzung der entsprechenden Christoffel-Symbole, diese Korrekturterme machen alles zu Null, und das ist ein paralleles Vektorfeld. Und sie brauchen gar keine kartesischen Koordinaten. Das rechnen wir nächstes Mal. Also bleiben Sie bei den Sendern und kommen Sie nächste Woche wieder. Danke.